Shop's mine now. Und der hat einen Workshop geclaimt. Und er fängt nicht mit der Arbeit an, weil im Cut Gems, Rock Blocks, Plant Cloth, Cut Gems müssten wir doch haben. Bones müssten wir. Oh, wir haben keine Bones mehr. Craftsdorf Workshop, wir haben glaube ich keinerlei Bones mehr Stock. Haben wir Bones? Worunter fallen die? Ich glaube, ich habe nämlich alle Bones zu Sachen gemacht. Ich glaube, unter Body Parts. Wo sind die Body Parts? Corpses? Carps? Karpfenskelett? Care Corps? Body Parts. Nein, hauptsächlich Shells. Und Chitin. Das muss der Riesenkäfer doch gewesen sein. Doch, doch, wir haben hier Dogbone. Da sind doch Tierknochen. Müssen nur abgeholt werden. Wobei ich glaube, dass du jetzt fischen gehst, ja? Ja. Aber Boots sollten hier nicht gelagert werden. Nein. Gucken wir mal, ob er mit der Konstruktion doch noch anfängt. Nein, hier nicht. Da ist er. Also, ich brauche Cut Gems. Ich brauche Bones. I must have Cut Gems. Rock Blocks. Plant Cloth müssten wir haben. Cut Gems. Bones. Cut Gems. Ich habe doch Gems gecuttet, oder? Hier drin. Oder hier drin. Na, nicht wirklich. Jewelers Workshop. Cut Türkis. Und Cutwalk Crystal, bitte. So. Hoffentlich hilft das ihm weiter. Bei Bones müssten wir haben. Plant Cloth müssten wir doch auch haben. Hier irgendwo. Da, Warp Reap Fiber. Lama wohl. Noch mehr Warp Reap Fiber. Das ist alles Plant Cloth. Was liegt hier? Oburab. View Description. Gabro Amulett. Ich habe doch eigentlich gesagt, hier sollen keine Artefakte hingehören. So, handeln wir mal mit ihnen. Oak. Ja, wir nehmen einfach zwei Seiten Holz und das war's dann von den Elfen. Dann brauchen wir nicht so viel von uns reinschmeißen. Wir können dann später wieder mit unseren Verwandten Ambosse tauschen. So. Ah, noch eine Seite Holz können wir ruhig nehmen. So, finished gut. Zahlen wir ruhig mal ein bisschen mehr. Pine, Highwood. Mal gucken wir mal, ob sie noch was Interessantes haben. Puzzlebox, Käfige, Getränke. Nö, nicht wirklich was Interessantes. Und dann kommen ihre ganzen verbotenen Kräuter, glaube ich, wieder. Dumm, dumm, dumm. Cloth Bin. Cloth haben wir ja, wie gesagt, genug. Arrows, Earrings, nö.
Und da sind ihre ganzen Cloths. Also Trade. Und Goods bitte wieder removen. Mehr brauchen wir nämlich nicht von denen. Außer Holz. Obwohl wir das demnächst auch nicht mehr brauchen. Weil wir ja unsere Baumfarm angefangen haben. Hier oben. Ja, das wächst alles zu langsam mit der Zeit. Hier wird auch fleißig gebaut. Was ist mit der Construction? Die ist suspended wahrscheinlich, weil der passende Mason vom Troll erschlagen wurde, was mir immer noch ziemlich nahe geht. Also muss ich immer mal wieder gucken, ob sich hier nicht irgendwo Trolle oder so rumtreiben. Und ich glaube, ich muss die hier wirklich doch Wayne zu weiteren Range-Dingern machen. Also zu Archery Rooms. So. Archery. Dass dort mindestens 5 Zwerge auf einmal trainieren können. So. Und zwar trainieren hier die Oceanic Palisades. Und zwar von Bottom to Top. So. Und hier drüben machen wir auch alles zu Archery Ranges. So. So. Und zwar trainieren hier die. Bottom Top. Trainieren hier die. Bottom Top. Die trainieren. Bottom Top. Und die trainieren Bottom Top. So. Jetzt dürften viel mehr schießen können, hoffe ich mal. Also sich gleichzeitig dahinstellen und ein bisschen rumballern. Und der schreit immer noch nach Rock Blocks. Aber Rock Blocks haben wir doch auch. Ja. Sagt bloß, es mangelt an den Knochen. Das können wir schnell beheben. Animals. Männliche Hunde. Das ist ein männlicher Hund. Butcher mal bitte 2 männliche Hunde. Oder 3 männliche Hunde. So. Was sagt die Kitchen? Die Kitchen sagt, wir haben immer noch viel zu verkochen. Vor allem Doc Tellos. Aber wir haben gerade keine Eier mehr. Was ist mit Salmon haben wir ein bisschen oben. Pigtail, Rocknuts. Pond Turtle haben wir keine. Naja, wir haben nur 2 Fischer und Fish Barrel. Salmon, Salmon, Meatpot, Meatpot, Meat. Haben wir, ich guck mal kurz, können wir das hier den Stocks, Warfish. Ja, guck mal, wie viel Warfish wir haben, der gar nicht verputzt wird. Wahrscheinlich, Prepare a Warfish. Ja, okay, ich habe im Wiki gelesen, dass die Fischer ihren eigenen Fisch gar nicht sauber machen. Wir werden also noch mehr, wir werden also wahrscheinlich Fischcleaner brauchen, 2 Stück, die nur fürs Fischcleaning verantwortlich sind nachher. So, Hund wurde geschlachtet. Hoffentlich holt er sich seine Knochen und es klingelt an der Türe. Melde ich gleich wieder. So, da bin ich wieder. Entschuldigt die kurze Unterbrechung. Wir gucken weiter. Oh, und unser Mutzwerk bewegt sich. Also lag es tatsächlich an den Knochen. Gut zu wissen.
Scheitert auch noch mehr Knochen. Weil Cut Gems müsste ich jetzt doch haben, oder? Ja. Und die müssten hier eingelagert sein. Emerald Cutwalk Crystal. Ja, hier ist alles voll mit Cutwalk. Und normalerweise müssten hier auch. Ja, genau. Gut. Und ja, er holt sich nochmal Knochen. Also lag's daran. Sehr schön. Was ich noch machen wollte, ist hier Stone Stockpiles einsetzen. Das wird mein zweites Steinlager sozusagen. So, hier und hier. Und die kriegen Wheelbarrows. Jeder 3 Stück. So. So, hier wird noch fleißig weitergebuddelt. Wir haben immer noch nichts Gescheites gefunden, außer neue Gabbro. Neues Gabbro. Das ist echt doof. Also ich glaube, ich werde das vor bald aufgeben. Und dann werden wir eine neue Welt erstellen und ein neues vorbauen und dort einiges anders machen. Sag bloß, du hast immer noch nicht genug Knochen. Noch ein paar männliche Hunde. Bad schon. So. Und sie fangen an, die Steine von oben zu holen und hier unten zu lagern. Ja, super. So macht das irgendwie wenig Spaß. Ich glaube, wenn ich das neue voranfange, stelle ich die Equifiers aus, dass wir viel mehr Platz zum Embargen haben. Aber es läuft hier eigentlich ganz gut soweit. Building, ich kann jetzt noch den Floor hier fertig machen. Eins zu viel. Komm, ein schmäler. So, hier den Floor eigentlich fertig machen. Kann ich nicht. Floor, Gabbro, Floor, Gabbro, Floor, Gabbro und Floor, Gabbro. So. Sehr schön. Wasser bleibt konstant. Wir haben zurzeit keinen Cavefish. Aber wir haben Pond Turtles. Sehr gut. Da hätten wir eigentlich Salmon, der müsste sich nur da in meine in meinen Kanal da verirren. Was wahrscheinlich nicht passieren wird. Oh, wir haben doch noch Cavefish hier. Hallo du. Also ja, wir kriegen Pond Turtle und wir dürften auch irgendwann mal Cavefish da rausholen können. Und ja, wir haben immer noch den Mutzwerg, der jetzt sich gleich wieder Knochen holen dürfte. Ja, direkt aus der Butchery. Auch gut. Ja. Wird hier Fisch bearbeitet? Nö. Also ich muss wirklich Fisch cleaner und Fischer. Also Fisch und Fisch C's brauche ich. Ja, okay.
Hier oben übrigens tut sich langsam mal wieder die Natur beruhigen. Hier war ja eigentlich alles genau voller Asche, weil der Drache hier gewütet hat. Und er hat mit der mysteriösen Konstruktion begonnen. Sehr schön. Also das funktioniert dann auch schon mal. Deswegen würde ich mal sagen, wie sieht's hier aus? Prozess Platz im Bags, ja. Deswegen würde ich mal sagen, wir machen hier an dieser Stelle erst einmal wieder einen Cut. Also bis dann.